Jeder wäre gerne reich. Wenn du alles Geld der Welt hast, wirst du dich nur mit dem Besten zufrieden geben, auch wenn es ums Essen geht. Wir zeigen dir Lebensmittel, die sich nur die High Society leisten kann. Bevor es losgeht, prüfe, ob du den Kanal bereits abonniert hast. Als Abonnent erfährst du immer als Erster, wenn wir ein neues Video online haben. Vergiss nicht, das Glöckchen einzuschalten. Coffin Bay Auster. Wir beginnen mit etwas, das wahrscheinlich nicht jedem gefällt. Magst du Austern? Sie besitzen definitiv einen besonderen Geschmack. Bist du in der Lage, viel Geld ausgeben zu können? Dann gehören Meeresmuscheln mit Champagner einfach dazu. Sie sind ohnehin schon recht teuer, besonders wenn sie aus Coffin Bay in Australien stammen. Kannst du erraten, wie viel eine Auster kostet? Im Durchschnitt 85 Euro pro Stück. Für ein halbes Dutzend kannst du gut und gerne über 500 Euro ausgeben. Und das noch ohne den Champagner. Dennoch werden sie von denen verschlungen, die es sich leisten können. Das beschauliche Städtchen ist vor allem wegen der teuren Meeresfrüchte ein beliebtes Touristenziel. Safran. Hast du schon einmal mit Safran gekocht? Es ist ein besonderes Gewürz, das einer spanischen Paella, einem italienischen Risotto oder einem indischen Curry das gewisse Extra verleiht. Man benötigt nur sehr wenig und das ist auch gut so, denn es ist sehr teuer. Für ein Kilo kann man leicht um die 3000 Euro ausgeben. Es stammt aus der Safranblüte. Die Narben werden sorgfältig geerntet und getrocknet. Das sind die Safranfäden. Diese Safranblume wächst nicht überall. Sie braucht besondere Bedingungen und blüht dann nur eine Woche im Jahr. Die Ernte ist nicht einfach. Hast du schon einmal versucht, eine Blume zu sezieren? Aufgrund dessen ist der Safran so selten und damit auch teuer. Trotzdem findest du ihn in fast jedem Supermarkt. Schau bei deinem nächsten Einkauf einfach mal nach. Weißer Albino-Stör-Kaviar. Natürlich geht es noch teurer, wenn es um Lebensmittel geht. Weißer Albinstör-Kaviar steht mit rund 28.000 Euro pro Kilo definitiv ganz oben auf der Liste. Kannst du dir vorstellen, ihn zu essen? Kaviar ist der Rogen bzw. die Eier des Störs. Es gibt verschiedene Arten und Farben. Der weiße Kaviar ist der speziellste. Der seltene Albino-Stör ist nur im Kaspischen und Schwarzen Meer beheimatet und produziert nicht viele Eier. Eine genetische Variation, die nur ein kleiner Prozentsatz der Störe besitzt, macht ihn so selten. Je teurer, desto besser ist der Geschmack, der sehr fischig sein soll. Densuke Wassermelone. Als nächstes kommt eine Melone. Für sie zahlst du zwischen 200 und 5000 Euro. Sie ist so besonders aufgrund ihrer Farbe und ihres Geschmacks. Etwas süßer und knackiger als eine normale Wassermelone. Ihre Haut ist fast schwarz. Zudem ist sie sehr selten. Sie wird nur auf der japanischen Insel Hokkaido kultiviert und braucht viel Platz und besondere Pflege. Jedes Jahr kommen nur wenige von ihnen auf den Markt. Warum sie so teuer ist, verstehen wir nicht. Kopi Luwak Kaffee. Hast du schon einmal vom Kopi Luwak Kaffee gehört? Vielleicht kennst du ihn aus dem Film Das Beste kommt zum Schluss mit Morgan Freeman und Jack Nicholson. Er ist mit 500 Euro pro Kilo der teuerste Kaffee der Welt und nach Meinung einiger auch der köstlichste. Zudem ist seine Herstellung sehr speziell. Er kommt aus Indonesien. Dort bedeutet Kopi Kaffee und Luwak ist der Name eines katzenartigen Tieres, welches in dieser Republik beheimatet ist. Es mag gerne reife Kaffeebeeren und geht deshalb nachts auf die Plantagen. Die Kaffeebohnen können von diesem Vieh nicht verdaut werden und kommen mit seinem Kot wieder heraus. Sie werden aus den Exkrementen gesammelt, um hieraus Kaffee herzustellen. Was skurril begann, ist inzwischen zu einem regelrechten Hype geworden. Eine ganze Industrie hat sich um das kleine Biest gebildet und das Tier zahlt den Preis für diesen besonderen Kaffee. Matsutake-Pilz. Pilze sind eigentlich nichts Besonderes. Es gibt Pfifferlinge, Austernpilze, Morcheln und den sehr teuren Trüffel.
Der Matsutake-Pilz aus Japan ist einer der teuersten der Welt. Sein Geschmack ist sehr speziell und er ist schwer zu finden, denn er wächst nur zu einer bestimmten Jahreszeit an bestimmten Orten und unter bestimmten Bedingungen. Der Matsutake besitzt einen sehr markanten Geschmack, der an Wald, Zimt und andere Gewürze erinnert. Für ein Kilo von guter Qualität kann man gut 850 Euro ausgeben. Deshalb findet man sie häufig nur in 5-Sterne-Restaurants und nicht beim Gemüsehändler um die Ecke. Knipschild Schokoladentrüffel. Neben den Pilzen aus dem Boden gibt es auch die süße Variante. Liebst du Schokolade und Trüffel? Dann möchtest du wahrscheinlich wissen, welcher der kostspieligste ist. Er stammt aus dem Schokoladenhaus Knipschild. Sowohl das Guinness-Buch der Rekorde als auch das Forbes-Magazin sind sich einig, dass L'Amarellino-Trophée mit 210 Euro pro Stück tatsächlich der teuerste, aber nicht der kleinste der Welt ist. Der Trüffel besteht aus 70%iger echter Valrhona-Schokolade und einer dekadenten Vanille-Ganache-Füllung mit Trüffelöl. Verpackt wird er in einer goldenen Box mit einer schönen Schleife. Geliefert in einem Rolls-Royce und beschützt von einem Bodyguard. Schwalbennestersuppe. Fast so bizarr wie der Kopeluwa-Kaffee ist dieser Leckerbissen. Hast du schon einmal von der chinesischen Schwalbennestersuppe gehört oder sie gar gegessen? Sie besteht aus einem Vogelnest einer bestimmten Höhlenschwalbenart, die es in mühevollster Kleinarbeit aus ihrem Speichel herstellt. In China sind sie seit Jahrhunderten eine Delikatesse und man glaubt, dass die Brutstätten Nährstoffe enthalten, die die Libido und die Verdauung fördern. Allerdings ist es sehr schwierig, sie zu finden. Deshalb kostet ein Kilo etwa 7.300 Euro. Da sich die klebrigen Nistplätze nicht einfach abwaschen lassen, werden sie sehr vorsichtig von Hand gereinigt. Niemand möchte Kot oder Federn in seinem Essen haben. Die Schwalbennestersuppe hinterlässt im Mund ein galertartiges Gefühl. Würdest du sie gerne einmal probieren? Elchkäse. Jedes Säugetier der Welt gibt nach der Geburt eines Kindes Milch. Und aus dieser könnte man theoretisch Käse herstellen. Trotzdem scheint es keinen Markt für Orang-Utan- oder Känguru-Käse zu geben. Allerdings nach Büffelmilch, Rentiermilch und auch Elchmilch. Elchkäse ist eine der teuersten Käsesorten der Welt. In Schweden arbeitet das Ehepaar Christer und Ulla Johansson täglich mit ihren 3 Melkelchen, die zusammen etwa 300 Kilo dieser Köstlichkeit pro Jahr produzieren. Der Kostenpunkt liegt bei 800 Euro pro Kilo. Ein durchschnittlicher Kuhkäse kostet zwischen 6 und 7 Euro pro Kilo. Ein ziemlicher Unterschied, oder? Wärst du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Oder würdest du lieber Käse von einem anderen Tier probieren? Lass es uns in den Kommentaren wissen und überprüfe bitte, ob du diesen Kanal bereits abonniert hast. Wir lieben skurrile Listen wie diese und wenn du sie auch magst, wirst du keine verpassen wollen. Kobe Rindfleisch. Wenn du ein schönes Stück Fleisch magst, dann wirst du, wenn der Name Bill Gates oder Jeff Bezos ist, das Beste vom Besten haben wollen. Hast du schon einmal von Wagyu-Rindfleisch gehört? Dieses ist schon sehr teuer, stammt allerdings von dem seltenen Chiama Gyu Wagyu Bullen und kostet mit etwa 350 Euro pro Kilo mein Vielfaches mehr. Es besitzt eine einzigartige Marmorierung. Das Fett des Fleisches schmilzt bei niedrigeren Temperaturen als bei einem normalen Steak, was es zu einer sehr zarten Delikatesse macht. Es gibt nur wenige Bullen auf der Welt, deren Fleisch als Kobe-Rindfleisch verkauft werden darf. Es sind nur etwa 3.000. Diese Tiere werden sehr verwöhnt. Gerüchte besagen, dass sie täglich massiert werden, Bier zu trinken bekommen und ihr Fell mit Sake gebürstet wird. Ob dies alles zu besserem Fleisch führt, werden wir wohl nie erfahren, es sei denn, wir gewinnen im Lotto. Ayam Chemani, schwarzes Huhn. Ein weiteres besonderes Tier ist das schwarze Huhn aus Indonesien. Diese Ayam Chemani besitzen nicht nur pechschwarze Federn, sondern sind auch von innen komplett schwarz. Kannst du dir das auf deinem Teller vorstellen? Die Hennen haben auf der Insel einen fast mythischen Status und das liegt nicht nur an ihrem stolzen Preis. Eine dieser Glucken kann bis 1.000 Euro kosten.
Sie stehen im Verdacht, magische Kräfte zu besitzen. Auch in der traditionellen Medizin werden sie und das Blut, das fast schwarz ist, für Zeremonien verwendet. Ist das Ayam Chimane zudem auch noch besonders lecker? Wir gehen davon aus, dass es am Ende einfach nach Huhn schmeckt. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, wenn du eine dieser besonderen Köstlichkeiten probieren möchtest. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du es nicht schon getan hast. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder.